Hey, willkommen hier zu einem neuen Die Sims 4 Hafen Let's Build Folge. Ich bin Daniel von SimFancy und ich baue heute weiter. Letztes Mal haben wir hier diesen Teil hier so ein bisschen gestaltet, ist noch nicht ganz fertig. Danke für eure Kommentare wieder mal, es ist so cool. Und ich habe mir was überlegt hier, bevor wir da mal weitermachen in unserer Promenade. Ja, so sieht das bisher aus, ich zeige es normal hier. Yeah, so ist das bisher ganz grob. Möchte ich mal was ausprobieren und zwar mit der Brücke. Und ich habe mir gedacht, wir machen da eine coole Brücke. Und zwar, ja, passt die eigentlich nur hier an dieser Seite hin, aber wir machen die so ein bisschen weiter rüber. Dann können wir vielleicht das so machen, dass man die Brücke hier so hat. Ich meine, das ist eine Fußgängerbrücke, würde ich sagen. Nicht so ein ganz fettes Ding. Und diese Hafendinger da, die können wir entweder da lassen, das probieren wir aus. Oder wir verschieben die auf die andere Seite. Das heißt, dass wir da dann diese Hafenstücke hinmachen. Ich möchte das jetzt erstmal probieren. Machen wir hier das Taglicht dafür an. Ist ein bisschen grell. Aber wir probieren das mal, indem wir das auch hier mal so machen, dass man hier nochmal diese Stützdinger reinmacht. Mit dem Vergrößerungs-Cheat. Dass wir das irgendwie so hinkriegen. Dann müssen wir dann mal wieder runtergehen. Da wird Wasser weg hier. Wasser weg. So, dass wir das irgendwie so machen, dass man da vielleicht sogar... Wir müssen das einmal hier so einrasten lassen, damit das genauso so quer ist. Und das müssen wir vergrößern, so wie da drüben auch. Ne? Und dann kann man da vielleicht das so hinmachen. Dann müssen wir natürlich auch die Position treffen. Ne, das war gar nicht mehr so schlecht. Und dann kann man da vielleicht eine Wand ziehen und dazwischen die Öffnung lassen. Das ist jetzt die Frage. Aber ich glaube, bei so einer Brücke passt das ganz gut. Aber ich glaube, das passt nicht ganz gut, wenn wir das... ja, wenn wir das vielleicht, also es, ich glaube, es passt besser, wenn die Rindersteaks hier weg sind. Die machen wir mal darüber vielleicht, ne, dass man das so irgendwie hinmacht. Dass man da dann zwei Stück eventuell auch hat nur. Und ja, da oben, na klar, ist logisch, liebes Spiel. Jetzt mal hier zurück, ja, ja. Natürlich da unten kommen die hin. Und dass wir da vielleicht zwei Stück haben. Und, die Dinger da müssen weg, hier wieder weg damit. Dass wir dann auf dieser Seite die Steg haben und auf dieser Seite dann die Brücke. Dann machen wir die mal da weg. Auch schade, dass wir die Poller, die holen wir uns aber wieder darüber. Oder? Die tue ich mal jetzt hier in der Luft platzieren, ist mal egal. Hauptsache, dass wir die nicht wieder neu rauskuscheln müssen aus dem Debug, aus dem verborgenen Objekte-Ding. Und dann können wir das hier mal wegmachen. Ja, das ist wieder ganz toll, ne? Das hast du wieder super gemacht. Ziehen wir das einfach hier so weg. So. Dann haben wir da nicht eine Brücke und vielleicht machen wir da dann nochmal ein bisschen was anderes. Und ich möchte eine massive Brücke machen, weil ich glaube, nur mit so Pfosten sieht das komisch aus. Und wir haben ja auch da diesen schönen Stein. Also wir probieren das mal, dass wir das hier so machen. Und wir haben da, glaube ich, für Kästchen haben wir da drei Stück. Das ist, glaube ich, okay, ja. Dann probiere ich das jetzt mal hier. Machen wir hier das Gitter mal an und hier nochmal. Das Ding muss ja noch ein bisschen weiter rüber. Das können wir gleich mal austesten, wie weit wir da rüber müssen. Weil das soll natürlich dann auch noch so eine Mauer hin. Und oben ein Zaun, natürlich. Ne? Und da würde ich vielleicht diesen Zaun hier nehmen. Der ist gar nicht mal so schlecht. Den könnte man hier auf jeden Fall machen, an dieser Wand und an dieser Wand. Dann sieht das mehr wie so eine Brücke aus. Dann können wir die auch noch schön beleuchten. Und ja, darunter möchte ich dann doch wieder diese Holzbalken haben, weil wir haben das jetzt ganz oft hier so gemacht, dass wir diesen Stein mit dem Holz kombinieren. Und das Ding müssen wir hier dann zuziehen. Das ist jetzt die Schwierigkeit dabei, dass wir das so machen, dass das hier nämlich aufgeht. Also machen wir mehrere Bögen rein, so eine Bogenbrücke. Und jetzt gucken wir, dass wir das da dazwischen reinklemmen uns, ja. Wir müssen nämlich hier so dazwischen rein irgendwie, das ist ja nicht schlecht. Aber wenn man das weitermacht, dann guckt es ja wieder raus. Ne? Deswegen müssen wir das eigentlich so machen. Haben wir oben zwar eine kleine Lücke, aber ich glaube, das macht nichts aus. Wobei wir könnten auch, let me think about it, wir könnten auch das so machen, dass wir da diese normalen Bögen nehmen und die dann da benutzen für die Brücke. Dann hat man da ein bisschen Abwechslung drin auch vielleicht. Mal gucken. Oh, das sieht auch nicht gar nicht so schlecht aus, wenn die so integrated sind hier ineinander. Das hat nochmal was Stabileres irgendwie, ne? Mal gucken, wie das aussieht. Das muss man sich angucken. Ja, jetzt haben wir da das Problem, dass wir viel zu weit drüben auch sind. Wir müssen ja eins weiter rüber. Aber so von der Idee her... Gefällt mir. Wir könnten auch... Die müssen ja nicht auf dem Boden stehen. Man könnte die auch so höher machen. Vielleicht noch eine Überlegung. Ja, natürlich nicht, dass die hochhüpft. Aber dass man die mal wirklich probiert, mal so höher zu machen... Und dann könnte man die wirklich auch... Jetzt müssen wir natürlich wieder runtergehen. Ich sag, wir müssen noch ein Kästchen weiter rüber. Erstmal hier eins nach dem anderen. Ein Kästchen weiter rüber erstmal.
erstmal so hier. So. Und jetzt kommst du ein Stück höher. Die Wände müssen natürlich auch eins weiter rüber. Die machen wir natürlich auch unten danach. So, Dreier, genau. Probieren wir mal aus. Das Ding muss auch weiter rüber. So, und jetzt tun wir das Ding. Das muss jetzt höher gestellt werden. Und zwar genauso hoch, dass es da nämlich jetzt aufhört. Noch eins, dass die Wand, ne, dass die Wand keine Lücke hat. Jetzt gucken wir, dass wir das schön hinkriegen. Wieso rastet das jetzt nicht ein? Ich hätte das gerne eingerastet. Liebes Spiel, wieso rastest du jetzt nicht mehr ein auf die Kästchen? Da will man es mal, dass es einrastet und es rastet nicht ein. Machen wir es mal so. Das müsste ungefähr stimmen. Und jetzt gucken die ja da oben raus. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir noch ein Stück weiter vorziehen. Aber dann hat man da so eine Bogenbrücke. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man, wenn ihr euch das vorstellt, so die komplett hier, die Wand entlang, sag ich mal. Dass man das dann so hat als Brücke. Und dann, wir gucken auch mal, dass wir das Ding vielleicht dann doch nehmen, was wir da oben hatten. Da hatten wir doch noch dieses Bowling-Ding. Genau, das sieht nämlich, glaube ich, besser aus. Ja, das ist viel besser. Guck mal an. Ja. Sieht mehr Hafen-Style aus mäßig hier. Yes. Viel besser schon gleich. So, ich zeige es nochmal hier bei dem schönen Abendlicht hier oder bei dem Morgenlicht ist es ja hier. Genau, und das machen wir hier dann auch. Und dann hat man da eine schöne massive Brücke. Jetzt bin ich am Überlegen, wäre natürlich praktisch, wenn die Steinbögen, wenn das Steinbögen wären oder auch so ein Grau. Na, ich denke die ganze Zeit an das Holz, aber vielleicht nehmen wir da auch ein. Also ganz gefällt es mir noch nicht hier, ne? Einfach. Das muss man sich jetzt noch verdoppelt vorstellen und verdreifacht. Aber so ganz ist mir das noch nicht geheuer. Wenn das jetzt hier so eine Holzstützenbrücke ist, dann müsste es oben eigentlich auch Holz sein. Zumindest oder das hier wieder, ne? Dass wir das hier eventuell nehmen. Ja, ich hätte gern aber dann. Ja, gucken, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn? Das gefällt mir jetzt nicht so mit dem Holz. Muss ich doch sagen. Also so eine ganz simple Brücke möchte ich ja auch nicht haben. Das ist mir ein bisschen zu lahmig. Zu langweilig. Und ja, es ist. Haben wir denn. Wir können den. Dieser. Es gibt ja noch diesen Bogen aus Stein. Das ist eine Tür. Den könnten wir noch nehmen. Das wäre noch eine Überlegung, weil der passt dann wieder zu unserer Dings. Ich mach das mal wieder rückgängig hier, ne? Ich mach das mal weg. Machen wir das mal weg hier. Hat auch was so, ne? Ja, aber das ist einfach. Ich glaube, wir müssen da eine Steinbrücke machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir die vielleicht nehmen. Wir gucken mal, wir können die mal vergrößern so auch. Dass wir die dann nehmen, genau in dieser Größe. Und dann machen wir das so. So, vielleicht, oder? Oder nicht vielleicht? Oder doch vielleicht? Guck mal, wie weit können wir da rüber bis zum Anschlag? Ne, dass die nicht ineinander sind, die Objekte, sonst flackert das wieder so blödig. Also das so vielleicht machen, das hat schon ein bisschen mehr Touch. Was gibt's denn da noch? Da gibt's sogar mit Stein hier auch noch am Rand, ne? Aichi Bombaichi. Aber das wäre nicht schlecht, wenn das auch dieses hellere dann wäre. Mal gucken, ob wir da irgendwie ein Licht noch hinkriegen. Das soll ja aussehen wie ein alter Hafen. Müssen wir das doch eher so bräunlich machen, weil wir haben alles so ein bisschen beige-bräunlich. Dann könnten wir das Ding hier oben vielleicht auch ein bisschen beige-bräunlich machen. Ich glaube, da gibt es sogar, sogar eine Variante davon. Da gibt es das sogar. Hallo. Guten Tag, liebe Brücke. Vielleicht machen wir dann da auch an diesem Fundament ein anderes Fundament. Dass das doch nicht mit diesen komischen Rauten da ist. Ich kriege das jetzt wieder hin, dass es nur an dieser einen Wand das macht. Ich glaube mit Shift, genau. Dann hat man da wieder, da müsste man ein flaches Ding nehmen, sonst gehen die Bögen, geht es durch die Bögen durch. Das will man ja nicht haben. Wie sieht das aus, wenn wir dann wieder zwei machen? Das müsste natürlich dann auch irgendwie aufgehen, das ist wieder die Schwierigkeit. Eieiei. Das wird schwierig. Jetzt machen wir auch da einfach eine andere Wand. Wir können alles anders machen, dann passt es am Ende wieder, ne? Dann ist wieder alles anders. Aber dass wir da vielleicht dann doch eine andere Wand nehmen, vielleicht gerade auch die dann, das wäre nämlich nicht so verkehrt.
Und das Coole ist ja auch... Ja gut, wir könnten die Dinger einfach noch ein Stück auch höher vielleicht papseln, dass die auch wieder so sind. Dann hätte das nochmal was genaues. Moment mal, Brückenbau hier, ja, schwierige Angelegenheit. Machen das mal so. Und da auch. Und wir tun die gleich mal ein Stück weiter vor, dass das nicht so... Na, erstmal so. Nur mal zum Testen jetzt. Mal zum Testen, wie das aussieht. Sieht besser aus. Ist auch komisch. Eigentlich müsste der Bogen schon unten sein. Aber es ist blöd, dass ich das hier nicht ausfüllen kann, dann diese Bügchenform, ne? Schade. Kriegen wir das irgendwie noch hin? Irgendwie. Dass wir vielleicht doch die doppelten nehmen. Und die nochmal als Bogen verwenden oder so. Ich muss ja mal ein bisschen ausprobieren. Probieren. Das ist wieder zu groß dann. Scheiße. Entschuldigung. Na, ihr wisst schon, wie ich meine, dass man das hier ausfüllt. Das ist nicht so easy. Das bringt uns ja gar nichts hier. Die Brücke fängt ja da schon an. Wir müssten... Ja, aber so klein kann ich es ja auch nicht machen. Das ist ja doof. So klein kann ich es ja auch nicht machen. Ich möchte irgendwie eine schöne Schnörkelbrücke haben, aber wieso ist denn das so schwierig? Wahrscheinlich, weil es Schnörkelbrücken nicht gibt einfach. Man könnte auch komplett nur mit Bögen die Brücke machen. Ohne diese Zwischensteine da. Das probiere ich jetzt mal aus, indem ich das nochmal tiefer verschiebe. Dann haben wir das vielleicht mal so ganz gut. Dann können wir das so machen. So. Ich glaube, das müsste hinhauen. Dann sind die so hoch wie das Geländer. Das Außengeländer. Machen wir das mal so. Muss ja schon zentriert sein. Ja, es ist mal ganz wieder grob, aber so von der Idee her, dass man das so macht, ist auch nicht so gewucht, ne? Hat man da unten diese blöden Säulen da so viel drin. Also wie man es dreht und wendet, das ist irgendwie schwierig, ne? Das ist echt schade. Man könnte ja auch oben die Brücke noch mit so einem Ding machen. Also dass man da nochmal so, dass man das wiederholt, das Element oder so, dass man das... Wie sieht so eine Brücke aus? Das ist ja blöd. Irgendwie so eine... Daniel probiert es hier wieder, ja. Wir haben auch hier nur eine Wand. Ne? Also es bringt auch nichts, den Bogen da irgendwie zu machen, weil dann hätten wir die Lücke. Könnte man das so machen? Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir das vielleicht so machen. Verlängern wir mal die Wand, dass wir dann wirklich wieder eine... Ne? Dass wir sowas irgendwie haben. Unten dann müsste es offen sein. Das ist dann wieder die Schwierigkeit. Hätte man da nämlich keine Säule dafür. Das Wasser ist ja tiefer. Das sieht nämlich mehr nach Brücke aus jetzt, ne? Aber unten bräuchte man dann noch irgendwie auch noch eine Stütze. Jetzt gucke ich mir das mal an, ob wir das vielleicht irgendwie hinkriegen hier. Wie man es dreht und wendet, ne? Das ist doch nicht zu fassen. Is this then the possibility hier? Wenn wir das vielleicht so irgendwie machen, dann ist das zwar nicht so hoch am Geländer oben, aber es sieht schon ein bisschen besser nach Brücke aus einfach, ne? Aber die Dinger da, die gefallen mir noch nicht. Und ich kann das nicht hoch verschieben, weil die Lücke, die bleibt ja da unten, oder? Nee, die bleibt gar nicht da unten. Seit wann ist denn das so? Die wird erweitert, die Lücke? Das ist mir aber jetzt neu. Ja, das ist ja praktisch dann. Ja, also denn, ja, dann machen wir das doch so. Dann können wir das Ding nämlich auch... Ne, das können wir nicht verkleinern, aber die können wir dann nutzen. Ne, die da eben gerade. Und dann können wir die ja hier reinpapseln. Und größer machen, ne? Ne, das müsste ja dann schon so sein. Dann können wir die vielleicht mal so probieren anzupassen. Machen wir das mal so... Und unten drunter, da darf man da keins mehr platzieren. Ja, das müssen wir mal doppeln hier. Aber wir kriegen das schön hin und wenn nicht, dann haben wir es probiert. Das zählt dann ja auch.
Oder? Das zählt ja dann auch. Das wäre so vielleicht dann wirklich schmal. Das ist ja schon cool jetzt. In der Mitte kann ich noch eine Säule reinpapseln. Da dürfte nicht statt Problem schon sein dann. Dass wir das dann hier so vervollständigen. Jedes Mal, wenn man die anpackt, ne, dann rutschen die wieder runter. Ja, die Rutschers hier. Die Rutscherpupser. Gut, dann haben wir da auch wieder das Ding. Ne? Da haben wir da, macht er da wieder eine Lücke rein da. Und wir können die einfach hier platzieren und auch wieder noch ein Stück weiter hoch. Dass das gar nicht mehr so tief ist. Ja, muss man ausprobieren. Dass wir das ein bisschen zu mehr Form reinkriegen irgendwie. Es war schon richtig gerade. Moment mal, zurück. Ich bin ja ein Kästchen verschoben. So, wir machen das. Genau, das hier muss höher sein. Jetzt nochmal. Und hier dich du auch nochmal, bitte. Danke. Du musst jetzt so sein. So, und du kommst jetzt wieder so hoch wie der da links. So, glaube ich. Oder? Ganz tiefer. Hier ist eins höher. So. So. Und dann nochmal eins. So. Ich will eine schöne Brücke haben. Ach, das mit den Dingern da in der Mitte ärgert mich jetzt. Gut, die Seite treffen muss man mal wegdenken, sehe ich. Und hier kommen die dann wieder so. Das ist jetzt so. Ja, die in der Mitte sind halt scheiße. Was soll das denn jetzt? Hier können wir die in der Mitte entfernen. Dann wird es wieder ein Zweier. Ne? Vielleicht können wir dann da irgendwie so ein Ding noch reinbauen. Das ist auch ein Zweier. Wir brauchen einen Zweier, so eins. Können ja ein Stück Holz machen. Und hat man da auch wieder diese Stützdinger. Ach Mann, die will ich nicht haben. Geht mal weg mit diesen scheiß Säulen da unten. Wenn die weg wären, wäre es voll cool. Da könnte man jetzt da eigene Säulen hinpapseln. Das ist doch da das Schwierige da dran. Das sind immer die Kleinigkeiten, die es dann liegt. Wo ist denn jetzt die Vampirsäule? Da ist sie da. Willst du das jetzt mal mit denen probieren? Den probieren und da hätte ich die aber halt gern nicht eben, ja. Dass wir die eben da in der Mitte nicht haben. Da machen die mir nichts aus, aber da in der Mitte will ich dieses blöde Wanddings da nicht haben. Wir können ja einfach die Wand eigentlich auch entfernen, aber dann entfernt es glaube ich auch unsere Büchlein, ne? Nee, nicht mal. Na gut, so ganz ohne Wand geht es natürlich auch. Hat man oben, aber da oben hätte ich gern die Wand noch. Da so dazwischen den Dingern da. Oh. Oh, Manu, Menomatico. Können wir da irgendwas noch machen? Da gibt es doch bestimmt auch irgendein fucking großes Fenster. Sorry für das Gelaber. Ach, das macht es dann auch wieder, ne? Das ist dann zwei Objekte in einer Wand, geht ja auch nicht. Können wir das sonst irgendwie kaschieren, dass wir da irgendwas machen? Also ich will schon eine geile Brücke. Überlegt mal, dass das klappt hier und wir kriegen da was Schönes hin. Das wäre so richtig was Special-mäßiges wieder. Das wird sogar jetzt passen von der Farbe her. Das wäre schon nice. Aber die Dinger da unten, die nerven mich. Dann können wir vielleicht, wenn wir die wegmachen, bringt es uns ja auch nichts. Haben wir einen breiteren Bogen, der uns die ganze Wand wegmacht? Haben wir einen breiteren Bogen? Das mal ausprobieren. Das hier macht uns ja auch immer. Wir brauchen irgendeinen breiten Bogen, der am Rand nicht mehr irgendwie Platz hat, sondern der über die ganze Breite geht. Das machen alle aber. Alle Fenster haben irgendwie einen Rahmen. Und das hier hat keinen, aber das macht das auch nicht so, wie ich das will. Ich dachte, vielleicht geht das ja irgendwie, dass man die Fenster verkleinert und dann irgendwie, ne, dann hat man da so eine Fläche nämlich. Das
Division meinen. Man hat dann hier so nur diese ausgestanzte Fläche. Ich brauche den Bogen da, glaube ich. Das sieht komisch aus. Können wir das vielleicht zusätzlich noch machen? Ja, das wird es jetzt ausstanzen. Aber da haben wir am Rand wieder diese blöde Dings dann. Das bringt uns ja nichts. Auch nicht an, wenn man es platziert. Was ist mit das? Das ist zu viel Gefummel. Nachher haben wir da den Salat dann. Den Rindersteaksalat. Ne, wir machen jetzt das mal so. Wir machen das mit Säulen kaputt. Zerstören das Bild mit den Säulen. Und gucken dann, dass wir hier vielleicht einfach irgendwas reinpapseln, dass das so aussieht, wenigstens wie so eine. Dass das hier gewünscht ist oder so. Vielleicht auch ein Winkel. Wenn man zu viel drum rum bastelt, dann ist es wieder nichts. Das ist das Blöde halt dabei, ne? Das ist halt der Scheiß da dran. Sollen wir jetzt mal gucken, ob wir die vielleicht, da packst du wieder dann so hin, ne? Ich hätte die gern aber andersrum. Ich hätte die gern genau. Ich hätte die gern so rum, die Winkel. Mann, hier. Wir können auch sowas einfach dahin papseln. Das ist sogar ein Wandobjekt. Also man könnte es sogar an der Wand platzieren, dann hat man nachher nicht die Probleme. Oder wir machen da irgendwie so Unkraut hin. Dass er halt noch rumhängt an der Wand. Das chillt hier an der Wand. Was ist denn auch? Ja, wisst ihr, wie ich meine, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine. Wir machen das einfach so, dass wir die Säule dann halt hochschieben. Ich kann es nicht anders. Ach so, dann geht's ja auch nicht weg, ne? Ach, ist das blöd. Ich dachte jetzt, wenn ich die hochschiebe, dann geht es wenigstens weg. Das wollte ich eigentlich jetzt vermeiden, aber jetzt, indem wir das hier gar nicht, indem das gar nicht klappt. Ist ja doof. Was machen wir denn da hin? Was kann man das denn kaschieren jetzt hier? Eigentlich hätte ich die Säulen nicht dahin gemacht. Schandigkeit, was für eine Schandigkeit. Dachrinnen oder irgendwie sowas, ne? Dass man da irgendwie so einen Abfluss oder eigentlich, ich habe keine Ahnung, aber das passt ja alles nicht. Das machen sie alles das Bild noch mehr kaputt. Das ist so aus, wie wenn es gewollt wäre. Oder hier hängen noch so Dinger da dran oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. So Gargoyle-Dinger da hängen noch an der Brücke unten dran. Ist ja auch Käse, ne? Ah, ich hätte so gerne das Loch hier unten, Mensch. Das ist das denn die Possibility hier? Manometer. Rankenpflanzen könnten da runterwachsen, oder? Könnte man das sagen, aber das ist auch so schwierig. Ja, das ist auch zu breit. Gut, wir können das schon kleiner machen, aber das ist ja auch wieder dann blöd. Was ist denn so, wenn dann da so Lianen runterhängen? Ist auch irgendwie komisch, ne? Ja, was soll ich denn tun hier, Mensch? Außerdem, ja gut, das vielleicht dann noch. Aber das müsste man ja 20 Dinger da platzieren. Probier das mal aus, wie das aussieht. So viel Mühe ist es ja dann auch nicht. Das sieht auch nicht so aus, wenn es da runterhängt, ne? Das ist so mehr so, ist so quadratisch halt alles. Noch ein paar ineinander, damit man die Wand wirklich nicht mehr sieht. Was hängt denn da für grüner Schmodder dann runter? Das ist ja Blödsinn eigentlich, ne? Ja, das war einfach super wert. Ich muss mal das Licht anders machen, sonst kriege ich hier noch den Vogel. Was machen wir denn jetzt? Scheiße. Wir bräuchten da irgendwas, was, Mann. Es müsste doch irgendein schönes Objekt geben, was wir dafür verwenden könnten. Es wäre ja Blödsinn, wenn man da so einen Bogen macht und den Bogen dann mit so einem Objekt hier zupflanzt dann wieder, ne? Und das irgendwie, wenn man da so was Dings und Dings so reinmacht, das würde man ja nicht machen, oder? Das würde ja keinen Sinn machen. Das würde keinen Sinn, ne? Das würde keinen Sinn machen und keinen Sinn. Da würde doch niemand da in den Bogen da so, so ein Ding reinziehen. Da kann man ja gar nicht mehr durchfahren mit dem Schiffchen dann. Das ist ja blöd irgendwie, oder? Das ist ja scheiße.
ist ja doof. Das ist ja echt blöd. Einfärben kann man es natürlich auch die Wand, aber das betrifft dann auch die obere Wand. Ha, scheiße, Mann. Aufregen bringt nichts. Dann müssen wir das nochmal probieren, wie das aussieht, wenn wir da doch die Säulen reinpflanzeln. Und das mal so machen. Ist echt ein bisschen schade, ne? Ist wirklich schade. Das mal probieren, wenn wir das so machen. Passt auch nicht wirklich gut. Dass man es nicht komplett zugleistert, sondern nur so ein Stück, dachte ich mir, ne? Das ist irgendwie nur so. Also müsste man. Das sieht auch komisch aus. Ich will das nicht. Ich will dieses Wandstück nicht haben. Was ist denn? Da müssten wir gleich, glaube ich, zwei Wandstücke entfernen. Ne? Das sind, hat man immer noch diese Leiste da. Müsste man das hier entfernen. Das würde sogar noch gehen. Das wäre nicht so schlimm. Aber da hat man immer noch so einen Streifen dann. Gut, das ist nicht mehr so schlimm. Ist da dazwischen dann keine Wand? Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Na, dass hier die Lücke wäre. Die könnte man noch verkraften. Aber da oben diese Lücke, das wäre blöd. Oder wir machen es wirklich so, dass man die Wand echt wegmacht. Und dann oben probiert, das irgendwie zuzupasteln. Pusteln. Dass wir da irgendwie sowas hinkleben. Da oder so. Dass es aussieht, wie wenn es geschlossen wäre. Aber das ist auch wieder so eine Behelfslösung, ne? Das ist leider nicht geil. Das sieht dann auch so instabil aus, ne? Das muss schon irgendwie stabiler wirken. Das ist voll schade. Voll Schadigkeit hier. Weiter rüber schiebt und muss ich jetzt mal ausprobieren. Wenn man die weiter rüber schiebt, ohne Wand sind wir jetzt ja nicht mehr gebunden an das Gitternetz, ne? Sonst rasten die ja immer so ein. Aber ohne Wand sind wir ja gar nicht mehr gebunden. Da ist es einfach nur ein Bögchen dann. Wenn wir das nämlich dann so machen, dass das hier anschließt. Von der Höhe noch mal gucken natürlich, das ist noch mal höher. Vielleicht noch mal eins höher auch dann, wie es sonst war. Dann hat man da die Lücke schon geschlossen. So. Dann haben wir nur noch da oben das Bögchen, Lücke-Dings. Weil wir auch hier den Bogen einfach höher machen können. Viel höher geht es auch nicht, dann müssen wir wieder den unteren höher. Also es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Arbeit. Und auch, ich weiß nicht, wie das auch ist, wenn es nachher dann in der Galerie ist, wenn man es runterlädt, ob das nicht alles dann wieder runterrutscht hier, ne? Das ist auch immer so eine Geschichte. Diese Move-Object-Sachen, die sind sehr labil, was das angeht. Ach, das müsste schon weiter raus noch. So, dass der Bogen außen der an der Brücke ist, dann ist es schon besser. Besser. Mhm. Und unten das Ding halt hier raus. Gut, das geht noch. Ich fand es aber von der Form her vorher auch besser. Ne, wir lassen das mal unten, das Ding. Gucken, wie wir das da oben zukriegen. Zu, weil da hängen die jetzt wirklich in der Wand. Das ist mir das Thema lieber. Wir können das noch, genau, wir machen das einfach mit sowas. Guckt mal. Guckt mal, guckt mal. Man kann ja die hier. Bräuchte man temporär auch eine Wand dafür, ne?
Daniel fummelt an der Brücke rum hier statt 30 Minuten. Ja, das ist wohl so. Aber wir kriegen das cool hin, da bin ich überzeugt von. Ja, wir machen das. Wir schaffen das. Yo, wir schaffen das. Okay, und jetzt müssen da nämlich so Winkel, müssten da so Winkel ran. Das ist die Frage, welche man nimmt. Ich würde dann schon so geschlossene auch nehmen. Vielleicht nehmen wir auch gerade die. Weil, oh gut, die gehen, gucken halt da wieder raus. Ne, das ist dann nichts. Müssen wir mal gucken, ob wir sowas nehmen. Weil damit könnte man das machen. Dass die da so ein bisschen, hat die Brücke gleich noch ein bisschen Schnorkelcharakter. Und wir haben da das Loch geschlossen. Anderes. Wir könnten ja hier eine Wand ziehen. Ja, ich gucke, wo die dann ist auch. Ne? Nur mal als Behelfswand. Oder wir ziehen die Wand echt bis nach runter einfach. So. Das ist wirklich sehr schmal. Das ist echt eine Brücke und keine Durchfahrtsbrücke. Aichi Bombaichi. Ist das eine schwierige Decision hier, ne? Drauf geschissen. Auf die Decision. Weil da macht das ja weg. Und oben hätte man das Ding dann zu. Ich habe jetzt eigentlich die Querwände da nochmal zur Erklärung gezogen, damit ich hier die Winkel hin platzieren kann. Aber ich finde es halt echt schöner, wenn das ausgefüllt ist. Aber dann haben wir wieder unten diese blöden Dinger da, ne? Ist ja hier noch so ein Streifen übrig. Das ist doch zum Mäusemelken, ne? Das ist doch echt zum Mäusemelken. Haben wir da nicht irgendein Hafenobjekt oder irgendwas, das wir da hinkleben könnten? Das gibt's doch nicht. Irgendwie eine Straßenlaterne. Ich nehme alles. Alles, was geht, nehme ich hier. Irgendwas müssen wir doch da hinkleben können. Irgendwas Cooles. Stange wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich probiere das mal aus, wie das aussieht. Wenn wir da doch irgendwie also irgendeine schmale Säule wie jetzt die oder so hier so verwenden als Objekt der Begierde. Dass es nicht gleich die fette Säule ist, meine ich, ne? Natürlich müsste man die dann auch da unten nochmal platzieren. Aber das mal wirklich so, dass die da auch... Dann hätten wir das Problem nicht mehr. Erstens mal, dass die oben die Lücke nicht geschlossen ist. Und zweitens mal, gut, dann wäre es halt wirklich keine Durchfahrtsbrücke. Scheiß aber auf die Durchfahrtsbrücke, dann kann man ja eh nicht mit dem Bötchen fahren. Aber so gefällt es mir jetzt, muss ich sagen. Dass wir das so vielleicht fortführen? Ne? Sollen wir das so mal probieren? Verschwindet auch nicht das Objekt. Sehr gut. Probieren wir das mal so. Ich verdoppel das Ganze jetzt mal. Jetzt haben wir nämlich unsere Vorlage. Was macht denn das Spiel da wieder? Das ist voll kritisch hier unter dem Keller zu bauen, ja. Ist wirklich so. Dreht da die Säulen da wieder rum. Wobei das gar nicht mal so verkehrt, so schlecht aussieht. So machen. Man könnte oben dann das, genau, jetzt muss ich mal, jetzt flackert es wieder. Guck mal an, so ein blödes Ding hier. Habt ihr das gerade gesehen? Da unten die Säule, die flackert. Das macht das Spiel wieder mit Absicht, mich zum Ärgern. Arschloch. Heute bin ich echt fies. Nee, das nervt mich halt schon. Jetzt können wir das hier nämlich ganz easy beasy hier vervielfachen, indem wir, nee, Moment schon mal. Müssen wir die Wand hier wieder durchziehen, oder? Genau.
Machen wir das mal anders. Wir brauchen nämlich nur eins eigentlich. Wir brauchen eigentlich nur eins und das können wir eigentlich kopieren, ne? Was ist denn da? Das ist natürlich die Frage, wann man wo rauskommt, aber das sehen wir ja gleich. Ja, ist im Prinzip egal. Hauptsache, das ist hier und da. Ah, das ist bündig dann. Okay, dann sind wir hier nicht bündig, aber das ist wichtiger. Hier auf der Seite ist wichtiger. Jetzt gucken wir uns einfach das mal an, wie das aussieht. Und die muss man halt manuell platzieren. So, dann gucken. Ups. So. Das war nix da links. Ja, rechts. Jetzt links Schwäche. So. Ich muss mir das jetzt mal vorstellen, wie das komplett aussieht. Hier unten die Wand weg. Aber so in die Richtung, das stimmt schon, ne? Jetzt haben wir den ganzen grünen Scheiß da oben mit kopiert. Schon was Schönes. Habt ihr schon mal so eine Brücke gesehen in Sims 4? Hallo? Müssen wir das nochmal hier so machen, dass das da auch noch integrated wird? Hier hat man halt mal gestützt, weil die irgendwann mal gesagt haben, hey, das geht so nicht, Leute. Ja, ihr müsst die Brücke stützen, sonst kracht die irgendwann ein. Wenn man das auf der anderen Seite dann gleich auch nochmal kopiert, ist ja das Tolle, dass man jetzt so toll kopieren kann, dann ist das doch eine schöne Brücke, oder nicht? Ja, ich würde schon sagen, da kann man schon, wenn man da jetzt noch Beleuchtung hin macht und wenn das hinten dann auch noch gut aussieht, nicht nur nicht nur auf einer Seite. Ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat, dass wir jetzt eine Lösung haben. Hinterher ist man immer schlauer. Wenn ihr eine Brücke baut, dann habt ihr jetzt eine Idee, eine Möglichkeit von mir. Ich finde es auch ganz cool, dass die Bögen da noch sind. Mhm. Das ist echt cool. Jetzt bin ich echt am Überlegen, nur ob wir da wirklich vielleicht noch ein anderes Zäunchen ausprobieren. Weil da passt bestimmt jetzt einiges noch dazu auch. Was man da machen könnte. Vielleicht ja auch doch ein Metallzaun, aber das müsste schon, glaube ich, ein Steinzaun sein, ne? Das ist auch nicht schlecht. Sieht dann aus wie so eine neue moderne Brücke irgendwie, aber. Nee, das wird nichts. Das ist wie so ein Wasserlauf, so ein alter. Das ist auch geil. Dass man sagt hier, okay, wir haben hier früher einen Wasserlauf gehabt oder so. So ein römisches, wie heißt es, Viadukt oder so. Und jetzt ist es hier eine Brücke geworden. Ohne Geländer. Dann nehmen wir noch ein schönes weißes Ding. Oder das muss ja ähnlich sein wie das Grau da oben, ne? Hm. So was. Ich bin so unentschlossen heute wieder. Das ist so. Es ist so nervig. Können wir denn da noch irgendwas? Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil das so ein bisschen über die Bögen so drüber geht. Ne? Wie wenn die Bögen das die obere Leiste dann auch mal halten. Ja, vielleicht finden wir da auch noch mal so ein Greystone. Das ist bläulich. Das ist wieder schwarz. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Was haben die da in den Hafen gebaut? Was habe ich hier in den Hafen gebaut? Hier, Mann. Ich wollte ein bisschen mehr diesen Amsterdam-Stil da reinkriegen. Vielleicht hinten dann auch noch so mehrere enge Häuschen aneinander. Dann so eine schöne Brücke. Aber was dann, das ist echt ein mega Ding geworden jetzt hier. Ei, ei, ei. Der Daniel wieder. Ja, na, macht da wieder Scheiß. Ist doch wahr. Wie machen wir das jetzt mit dem Geländer? Also ich fand eigentlich das erste gar nicht mal so schlecht. Sollen wir das erste nehmen? Das ist mir jetzt ein bisschen zu... Ja.
Wobei, wenn wir jetzt hier mal, jetzt habe ich nochmal eine Idee. Wenn wir da jetzt nochmal das hier krallen und natürlich dann wieder von unten hoch. Also das hier nochmal so ein bisschen höher machen, dass das da wirklich bis dahin irgendwie geht. Bis zur oberen Kante der Brücke. Ne? Das hat das auch gleich wieder einen ganz anderen Charakter. Bim, 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 bim. Tiefer können wir es nicht machen, weil sonst gucken unten wieder die Stützdinger da raus. Das wäre schon gut, wenn die Bögen dort sind, wo auch die Brücke ist, dass die Bögen quasi die Brücke auch stützen. Deswegen wäre ein, wenn da unten noch so eine Grundmauer, dann wäre das sehr schön. Aber das haben wir nicht. Haben wir irgendeinen Zaun, der unten eine Mauer hat und oben sowas, ne? Dass das irgendwie so ist, dass man das nochmal versucht vielleicht. Das ist so eine Art Zaun. Natürlich nicht den, der ist viel zu modern, aber so von der Idee her, dass man das hier dann dahin macht und dass das dann da noch das untere stützt und dann kommt erst das, wieder zu breit. Geht zu weit raus. Das ist wirklich so eine romantische Brücke, aber das ist eher ein Zaun für innen, oder? Wobei, das geht auch noch. Haben wir kein Zäunchen, das auch so ein bisschen Böglein irgendwie hat? So ein bisschen Bogending? So ähnlich wie das, weil das sind auch so... Nicht wirklich, aber... Eieiei. Sachen gibt es hier wirklich mal. Das ist eigentlich nicht mehr normal. Wie viel Zeit man verbringen kann mit so einer komischen Brücke auch echt, ne? Ja, ne, ich find's cool. Mir macht's Spaß. Dann nehme ich eh wieder die Steinbrücke, weil die anderen ja gar nicht passen, ne? Scheiße. Ich würde aber gerne noch was anderes ausprobieren. So gern. Ja, wir nehmen die. Und ich suche nochmal ein Fundament, das halbwegs auch so beigeig ist. Das müsste doch gehen, sonst nehmen wir so eins. Dann hätte man sogar wieder das aufgegriffen von den... Hier, die Säulen-Dinger da. Nichts zum Ändern. Ja, schon einiges zu ändern hier. Wieder noch dunkler. Ist das nicht ein heller irgendwie, ohne dass das gleich so gräulich wirkt? Da finde ich nicht so schön, muss ich schon sagen. Da fand ich jetzt das eine da, das da am besten noch. Ist natürlich gut, wenn der Zaun auch in der Farbe wäre, ne? Aber dann haben wir wieder einen anderen. Das sind jetzt wieder die Details, ja, das sind die Kleinigkeiten. Das Gesamtbild, also dann müsste eigentlich so eine Brücke dann her. Damit das Grau unten ähnlich ist wie das Brückengrau. Und die Dinger, die müssten dann wirklich noch ein Stück tiefer als sie jetzt waren, dass das hier genau diese Brücke dann noch so stützt, da genau da drunter, so oder so am besten, glaube ich. Wobei, dann gucken die unten raus, dann machen wir es so. So wie wir es hatten. Geil. Nee, jetzt gefällt es mir aber gut. Das ist gut. So wird das gemacht jetzt. Das ist jetzt meine Brückchen hier. Da noch hin. Da drüben müssen wir noch gucken, wie wir es da weitermachen, aber das ist nicht so wichtig. Das ist unser Steg auch. Das ist okay. Das machen wir so. Und da können wir vielleicht auch noch der ganze Hafenwand hier weiter vorziehen oder so. Das ist noch liegt noch in den Sternen. Steht noch in den Sternen. Und wir machen da die Wand weg und machen hier nochmal so eine fette Säule hin. Dass das hier nochmal gestützt ist, ne? Dass wir hier noch vielleicht irgendwie sowas hinmachen. Da. Oder in so einem dunklen Holz. Hier nochmal sowas irgendwie macht, dass das mehr so diesen Brückencharakter auch bekommt. Kann man übrigens auch schöne Brücken mitmachen mit diesen Böglein da, ne? Rechts und links und rechts hat man da auch nochmal irgendwie sowas. Aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt. Wenn ich oben rausgucken kann, ne? Lass mich dich doch da.
Hey, hüpf nicht hier rum. Lass mich dich doch hier platzieren, Mensch. Ich muss da von unten gucken, aber ich komme da jetzt nicht runter irgendwie. So, jetzt aber danke schön. Dass das hier wenigstens stabiler aussieht dann. Dann machen wir da auf die andere Seite auch noch einen Bogen hin, dann ist das wirklich so ein Bogen hier noch. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann ist das hier trennt vom Rest. Und hier haben wir nochmal so einen Bogen, durch den man durchlaufen kann. Oh ja, dreh dich wieder rum hier echt mal. Eieiei. Manchmal sind die Dinger schon zickig, ne? Das ist schon nicht so. So einen Bogen hat. Natürlich auf der anderen Seite dann auch. Natürlich muss das dann auch noch irgendwie geguckt werden, dass das hier keine Luft mehr dazwischen ist, aber so von der Idee her, glaube ich, passt das ganz gut. Okay, dann können wir das machen. Dann können wir das umsetzen jetzt. Dann holen wir jetzt die Brücke noch auf die andere Seite. Ich glaube, dann wirkt sie auch richtig gut komplett. Müssen wir das jetzt einfach mal hier irgendwie versuchen zu krallen. Das Ding, ne? Und jetzt kopieren wir das ganze Ding. Boah, das sieht auch geil, was denn das da oben noch wäre. Holla, die Waldfee. Jetzt fängt sie aber an hier. Zweistöckige Brücke hier. Wir bauen hier komplett mal ein neues Ding, Hafenviertel hier. Ne? Wie viele Kästchen waren das? 3, glaube ich, ne? Ja, dann müssen wir das jetzt mal gucken. Dass das hier auch stimmt. So. Stimmt das jetzt so? Ich hoffe doch. Eieiei. So. Das Ding muss wieder weg hier, das brauchen wir ja nicht. Das ist auch mitkopiert? Nee, ne? Gut. Die müssen wir wieder manuell platzieren. Das bringt ja nichts. Ich würde es aber gern sehen, was ich da platziere. Was für eine Fummelarbeit, oder? Das ist doch nicht zu fassen. Aber von nichts kommt nichts. Das wird ein cooles Projekt und es wird ein geiles Projekt und da investiere ich Zeit rein, wie ich will. Das ist ja das Coole. Der Weg ist das Ziel. Wie ich mich wieder rechtfertige, ne? Dass ich schon wieder so lang baue. Es tut mir ja leid, aber ich muss jetzt das ja schon noch hier fertig machen auch, ja? Bestimmt habe ich jetzt irgendwas, ein Kästchen verschoben und dann muss ich es komplett neu machen. So, jetzt haben wir das doch. Sieht bestimmt gleich scheiße aus, jetzt wo es fertig ist. Glaube ich nämlich gleich. Können wir auch noch Säulen platzieren, ist ja gar nicht mal so schlecht. Da sieht man die zwar nicht, aber da. Am Ende Gelände. Jetzt noch so ein paar Laternen draufpacken und das dann auch wieder mit so Lichterketten oder so schmücken. Das wird doch der Hammer jetzt dann, oder? So wie unser Hafenviertel hier. Brauchen wir jetzt noch richtig schöne Lichterketten. Da können wir die Bogenbögen gleich mal umdrehen. Die hängen dann nach unten. Wow. Genau, da kann man jetzt solche Dinger da aufhängen. Das wird cool. Ich glaube, das wird Hammer. Die mittleren. Oder wir machen die oben hin, ist glaube ich besser, ne? Oh nee, Moment mal, dann nehmen wir die einen da. Oder die neuen, die könnten wir auch hinmachen. Dann haben die ihre Flipflops aufgehangen hier, ne? Das sind Flipflop-Lichterketten. Totaler Murks. Ich hätte die gern ohne Flipflops gehabt, diese Kette, aber. Die nur mit Flipflops hier, ne? Ganz toll. Ist doch wahr, oder? Ist doch wahr. Ja, was soll das denn? Und die gibt es auch nur in einer Farbe, leider. Eieiei. Das ist doch scheiße jetzt wieder. Ich will aber
Nee, wir nehmen die anderen Lichterketten. Die sind aus... aus dem Elternfreunden-Pack. Die da, genau. Oder ich sehe die langen auch noch. Da, die langen. Ja, haben wir die noch. Die Farbe. Wir nehmen die gelben, oder? Das ist romantischer als die weißen. Ich will eine romantische Brücke hier haben. Die wird hier komplett belichterkettet. Das wird teuer für den Strom. Zum Glück muss man auf Gemeinschaftsgrundstücken nicht die Rechnungen zahlen. Nicht die falsche Farbe hier. Noch die falsche Farbe. Schlaf schon ein, ja auch? Nee, ne? Da kriegt man jetzt noch schön hin. Hier auf dieses Ding und unter die Brücke können wir ja, was flackert denn jetzt hier so behindert? Können wir jetzt aber eine Säule zu viel. Wir können jetzt hier noch Lampen sogar platzieren, die uns dann die Brücke so schön beleuchtet. Ja, oder? Ist doch cool. Jetzt müssen wir da noch gucken, dass wir da irgendwelche kleinen, schönen Straßenlaternen da hinhängeln. Können wir die mal nehmen? Das sind auch nämlich so Bogenlampen. Ich mache mal bei Tag an. Ach, so Bogenlamps hier. Oh, die könnte man auch da unten platzieren. Jetzt habe ich schon wieder eine tolle Idee. Kommt nämlich der Elfengarten hier, wenn du die Let's Play-Folge hier kennt, zum Einsatz. Jetzt wartet mal ab, wartet mal ab. Wartet mal ab hier, wartet mal ab hier. Das ist jetzt ein Experiment hier. Weil da kann man auch so Böglein machen, ne? Das wäre es jetzt noch, aber die Oschis oben sind zu fett, ne? Schade. Ich bin jetzt im Bastelmodus, das lässt mich so schnell nicht mehr los jetzt. Das ist total weird hier bei mir, aber das ist bei mir so. Ich finde das total cool, so und so was auszuprobieren einfach. Weil das sind echt so viele dann halt, ne? Wenn man die wirklich da alle da aneinander reiht hier, da kriegst du ja einen Helligkeitsschock. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber das wäre mir zu metallisch gewesen, das passt hier nicht so gut. Ja, ich wollte es ja nur mal zeigen. Ne? Vielleicht habt ihr ja eine Verwendung dafür. Aber ich glaube, wir nehmen da einfach so ein bisschen asiatische Dinger. Quatsch. Wir machen so ein schönes Brücken. Gibt es da keine auch mit Lichterketten oder irgendwas mal? Jetzt mal ernsthaft. Die sind auch romantisch. Die können wir auch nehmen. Aber die gibt es nur in schwarz. Ich kann jetzt hier keine schwarzen Dinger da. Dann nehmen wir die vielleicht ein bisschen kleiner. Das könnte man noch machen. Die sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Hm. Ich finde die auch wieder ein bisschen zu krass einfach. Ne? Die sind irgendwie zu schwer für diese Brücke, oder nicht? So versetzt, oder wie haben die eigentlich so Lampen auf den Brücken? Ich weiß es gar nicht. Gibt es hier Brückenbauer unter den Zuschauern? Müsste es auch welche geben. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben alles schon. Ich habe schon ein paar Mal irgendwas gefragt und dann, ja klar, das ist hier, ich bin Botaniker, ich habe hier, das ist so und so eine Pflanze. Okay, danke. Na wirklich. Und dass wir das so eventuell dann sogar... Sind wir jetzt fertig, Daniel? Sind wir jetzt fertig? Ja, wir sind jetzt fertig. Das habe ich echt nicht geplant hier. I'm so sorry, dass wir das so lange jetzt hier uns damit beschäftigen. Aber wir machen hier eine weiße Bogenbrücke und mir hat Spaß gemacht. Jetzt kommen last but not least diese Säulen da unten rein. Die Scheißdinger, die ich eigentlich da unten gar nicht haben will.
die aber benötigt werden, damit das hier, ja. Und dann haben wir das hier, ja, die werden schön ins Moos hier unten da reingepflanzelt. Das ist die Brücke completed hier. I like. Ich kann überlegen, ob wir das vielleicht die Dinger da die Pfosten rausmachen. Das wäre jetzt ja geil, oder? Wenn ich jetzt so lange da rumgemacht habe und jetzt am Ende wird es wie so ein Bogen auf Bogen. Aber, nee. Die Mini-Bögchen bleiben und da war gerade einer doppelt drin hier. Das beim Papier irgendwie? Nee, da. Okay. Dann haben wir das jetzt auch. Yay! Sehr cool. Sehr cool. Eine tolle Bogenkonstruktion. Oder nicht? Oder doch? Ich bin gespannt auf eure Kommentare wirklich mal. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier integrated kriegen, aber wir machen das dann hier in der Richtung, dass es hier vielleicht ein bisschen nobler ist. Und hier ist dann mehr so das mittelpreisige Segment. Vielleicht machen wir dann auf die andere Seite hier das Billigpreissegment. Das wäre auch mal cool, oder? So drei Bereiche hier, so das teure Luxus-Shopping-Meile. Und hier dann so Mittel, ne, so gut bürgerlich. Und auf dieser Seite dann das Armenviertel oder so, das Fischer-Hütten-Style. Ne, das wäre auch cool. Was sagt ihr dazu? Das ist mal die Frage für die nächste Folge. Für heute sind wir jetzt fertig. Sorry, wirklich. Aber es ist, glaube ich, was Cooles dabei rumgekommen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Zum Hafen oder jetzt dann natürlich noch einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt, falls ihr noch nicht genug habt, dann viel Spaß dabei. Bis dann, macht's gut. Ciao.